Hi Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber und ich muss jetzt erstmal eine Kleinigkeit erledigen, bevor ich hier mit der Aufnahme wirklich anfange. Es hat sich nämlich seit der letzten Folge von Fliegi ein kleines bisschen was getan. Mit einem kleines bisschen was heißt, wir haben stundenlang nach einem Scaraborn gesucht. Mit stundenlang könnte man auch tagelang meinen. Denn es hat wirklich eine Ewigkeit gedauert. Wir haben das sogar zusammengesucht. Ich habe schließlich mehr oder weniger eins gefunden. Und habe es trainiert. Das Pokémon gehört trotzdem dem guten Fliegi. Bei dem Training, ihr habt es gerade schon gesehen, Fliegi hat nämlich, während er das Garabon in den Kopfnussbäumen gesucht hat, die ganzen Viecher verkloppt. Und da sind die Pokémon ein gutes Stück gewachsen, vor allem Jenny. Die hat sich nämlich bereits zu einem Ampharos entwickelt. Ich weiß nicht, ob er die Entwicklung gezeigt hat. Ich habe die Folge von ihm noch nicht gesehen. Denn, wenn ich mal ehrlich sein soll, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade mal die 4. Folge online. Oder, nee, die 5. ist sogar schon mittlerweile... Nee, die 5. Ja, jetzt weiß ich, die 5. habe ich hochgeladen, aber die kommt von mir aus gesehen am nächsten Mittwoch erst. So. Jenny kann folglich jetzt den Donnerschlag und ist ein Ampharos. Das heißt, wir werden sie eine Zeit lang nicht mehr verwenden. Stattdessen werden wir die anderen drei jetzt ein bisschen mehr verwenden, sprich mit Scarabu, dem Scaraborn. Und vor allem auch mit Visenya und Rykia. Zum Thema, was Garabon überhaupt alles kann. Hornattacke, Zornklinge, Silberblick und Ausdauer sind, ja, besser als nix, sag ich mal. Hat aber einen richtig guten Angriffswert mit 62 Punkten. Das ist schon ganz ordentlich. Also, ja, 2 Minuten Erklärung. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Denn wir müssen ja irgendwann mal weiter. Und ich weiß ja, dass der Fliegi hier schon war, denn er hat ja die Kopfnuss schon geholt. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal Richtung Dukatia City. Und Zerschneider kann auch unser V-Senior. Keine Lust jetzt gegen irgendwelche wilden Hornius zu kämpfen, wir sind hier eh schon maßlos überlevelt. Ich hätte das Garabon eigentlich ein bisschen lassen sollen. Hätten wir wenigstens noch ein bisschen was für die Trainer gehabt, da demnächst. Dann steht der Kopfnuss-Typ, der uns die TM2 gegeben hat. Die TM2 können wir ja, wenn wirklich, nachkaufen. Erstmal raus aus dem Steineichenwald. So. Und dann gibt es hier ein paar Trainer, die wir verhauen können. Okay, anscheinend hat der Fliegi hier auch schon ein bisschen aufgeräumt. Okay, gibt es doch nicht mehr allzu viel zu tun hier. Okay, hier kriegen wir noch eine Telefonnummer. Na, dann muss man mal schauen. Oh, hier gibt's ein Ditto. Ja, hab ich jetzt leider keine Lust drauf. Habt ihr hier wirklich auch... Ah, hier haben wir noch nichts verkloppt. Okay. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? So, Camper Bodo müsste das sein. Den kenne ich nämlich gut genug, weil das ist auch jemand, der die Telefonnummer hinterlässt und von dem kenne ich normalerweise die Namen. Da dürfen wir unser Scarabu auch gleich mal ausprobieren. Mit einer Hornattacke, die das Anton hier gleich mal one-hittet. Und Camper Bodo auch gleich besiegt. Wir sind eindeutig überlevelt.
so überlevelt, dass ich jetzt gleich die Arena mache, wenn das so weitergeht. Und wir sind hier endlich in Dukatia City. So, bevor ich die Arena mache... Ach ja, hier war der Radioturm, genau. Weil wir holen uns erst das kleine Radiomodul für unseren Pokécom. Das brauchen wir früher oder später sowieso noch. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte alle 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Pokécom, um überall jederzeit Radio hören zu können. Möchtest du den Quiz teilnehmen? Ja. Frage 1. Kannst du dir auf dem Pokémon-Com die Karte anschauen? Ja, natürlich kann ich das. Richtig. Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Ja, das ist richtig. Benötigt Kurt der Pokéball-Schmied Apricoco? Das war eine Frage, die man halt mit Nein beantworten musste, komischerweise. Ich weiß nicht wieso. Soweit so gut. Frage 4. Kann Carpador keine TM-Attacken erlernen? Das stimmt. Carpador kann keine einzige TM-Attacke lernen. Professor Eichs Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein, das ist falsch. Bingo, richtig, Glückwunsch. Hier hast du deinen Preis, ein Radiomodul. Hör dir bitte unsere Shows an. Und hier gibt es doch noch die Pokémon-Lotterie, oder? Ja, die Glückszahl-Show. Ja, überprüf mal meine ID. Okay. Stimmt leider nichts überein. Naja, was soll man machen? Nachdem wir jetzt so maßlos überlevelt sind, hole ich mir die nächste Arena One. Oh, du bist ja ein hübscher kleiner Trainer. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Da hat sie ein Visor. Was machen wir mit unserer Hornattacke kaputt? Ich glaube, das mit dem Level pendelt sich irgendwann schon wieder ein. Sobald, ja, wir kriegen ja jetzt eh kaum Erfahrungspunkte durch die ganzen Mons hier. Und irgendwann sind wir dann schon wieder halbwegs auf dem anständigen Level für die Gegner. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Das gibt ordentlich Kohle hier. Das gefällt mir. Moment, wie viel Geld haben wir eigentlich? 11.400. Oh, das ist super. Weil da kann ich mir dann gleich mein nächstes Pokémon holen. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Schönheit Tina. Ein Mauzi. Ach, hat das einen niedlichen Sprite hier in der zweiten Gen. Richtig fröhlich. Level 16 ist das. Okay, das sollte auch ordentlich XP dann geben. Und noch ein Mauzi. Skaraborn erledigt hier erstmal alles mit seiner Hornattacke. Nein, oh Mauzi, es tut mir leid. Wieder 1400. Sehr schön. Da komme ich ja wirklich noch an das Geld, das ich haben will. Glaub nicht, du hättest ein leichtes Spiel mit mir. Göre Jennifer. Mit einem Snubbull. Ja. Hornattacke. Das Snubbull überlebt sogar. Und das Scham geht daneben. Dein Scham lässt mich kalt.
243 Erfahrungspunkte und Scarabu ist fast Level 21. So, und dann haben wir hier noch einen Trainer. Ich habe niedliche Pokémon lieber als starke, aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Niedlich ist so eine Definitionssache. Ich finde Scarabon nämlich auch niedlich. Und stark ist der allemal. Ein Pomelo. So. Das kriegt auch erstmal eine Hornattacke. Ja. Reicht auch dicke aus, auch wenn Pummeluff noch so viel KP hat. So, da wechseln wir doch mal auf V-Senior. Der darf nämlich auch mal wieder ein bisschen draufhauen. Moment, der Zerschneider ist ein bisschen stärker als der Ruckzuckhieb und die Kratzfurie ist stärker als der Tackle, zumindest. Immer mindestens. Wenn Kratzfurie trifft mit mindestens Stärke 16. Also mit Stärke 18, meine ich. Und 18 mal 2 ist 36. Und 36 ist schon 1 stärker als der Tackle. So. Da kommt noch ein Pummeluff. Das cutten wir aber auch. Blockierst du halt meinen Zerschneider, greife ich halt mit dem Ruckzuckhieb an. Mir doch egal. Mach doch, was du willst. Oh nein, nein, nein. So, Bianca habe ich auch vor, mit Scarabu zu machen. Denn da habe ich eine kleine. Da habe ich nämlich vor, die Taktik von Kai zu verwenden, eigentlich. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Ich weiß, wie gut du bist, aber wenn ich so hart überlevelt bin, kannst du nichts mehr machen, Bianca. Da habe ich keine Angst mehr vor dir. Und nicht, wenn ich so eine gute Taktik jetzt auspacke. Denn ich greife jetzt mit Zornklinge an. Das war Zornklinge Stärke 10. Kannst aufhören, Pipi. So, jetzt kommt Zornklinge Stärke 20. So, was machst du jetzt? Verfolgung? Okay, das sollte nicht viel machen. Zornklinge Stärke 40. So, jetzt kommt Miltank. Zornklinge Stärke 80. Da kommt der Walzer. Zornklinge Stärke 160. So. Bam, bitch. So leicht macht man sich einen Orden. Und 2000 Pokédollar, sehr schön. Du bist gemein. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Was? Du bist. Was willst du? Ein Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon stärker auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Init deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. TM45 Anziehung. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme deines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ja, so. Und nachdem ich jetzt in Dukatia City bin und doch genug Kohle habe, entgegen aller Annahmen, die ich hatte, kann ich mir ja jetzt endlich mal mein zweites Pokémon holen, weil es wird ja langsam langweilig, wenn ich dauernd nur mit Rückkehr rumrenne, als einziges Pokémon, das von meiner Teamseite kommt. Ich hole mir jetzt mein zweites. Und dazu, jetzt kommt nämlich der Grund, warum ich so viel Geld brauche,
oder gebraucht habe. Ich muss in die Spielhalle. Moment mal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es den Münzkorb gab. Ich mach mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade nachgeschaut, die Münzkorb gibt es im Untergrund. Und es kann sein, dass ich meine Folge deswegen jetzt leicht überziehen muss, weil da unten noch ein paar Trainer hausen. Also. Dann schauen wir mal, wie weit wir da unten kommen. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu muggeln. Tja, besser mal nicht gemogelt, ne? Streber Ramon. Mit einem Slimer. Misenior, zerschneide diesen Schleimhaufen. Oh, hätte ja sogar fast gereicht. Ach, Giftwolke. Vergift mich nur. Jetzt den Volltreffer nicht gleich machen können. Ja, gegen Slimer will ich jetzt auch Rückkehr nicht reinchecken. Komm schon, Zufallswert sei auf meiner Seite, danke. So. Haben wir denn Gegengift dabei? Ich meine zumindest, dass wir ein paar Gegengiftbären haben. Das ist schon mal gut. Meine Pokémon kommen gerade vom Coiffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Pokémoniac Takao. Und er hat einen Schlurp. Wie Senior, das darfst du auch machen. Das Schlupf kann auch zerschneiden, interessant. Hier gibt es noch einen Ruckzuck-Volltreffer gratis hinterher. Und Level 21 für Wie Senior. So, dann darf Rückkehr mal wieder nach vorne. Ich habe eh schon ewig nicht mehr mit ihr gekämpft. Was haben wir hier? Ah ja, den Münzkorb. Genau, den habe ich gebraucht. So, bevor ich die Folge jetzt in die Länge strecke, ich hole mir lieber erstmal mein Pokémon und werde das dann offscreen noch ein klein wenig trainieren. Denn ich benötige jetzt 700 Münzen. Also brauchen wir einmal hier 500, 550, 600, 650 und dann sind wir durch. So, hier konnte man umtauschen, ne? Ah ja, hier gibt's TMs. Was sind denn das? 25 ist Donner, 14 ist Blizzard, 38 Feuersturm. Okay. Überhaupt nicht okay hier. So, hier ist aber das, was ich wirklich will. Ich möchte nämlich einen Sandan haben. Und da fällt mir ein, ich habe jetzt noch gar keinen Spitznamen für Sandan überlegt. Einen Moment. Ich mach mal ganz kurz eine kleine Pause nochmal und ich überlege mir nochmal ganz schnell einen Spitznamen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir was überlegt. Also, dann müsste ich muss allerdings erstmal schauen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Sandan, ein Maus-Pokémon. Da es Wasser verabscheidet, gräbt es sich in trockenes Erdreich ein. Es kann sich rasch zu einem Ball rollen. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben und es ist ein Männchen, das bedeutet, Moment, wo ist, heißt du Spike. So,
Mehr Preise möchte ich hier nicht. Ich möchte hier jetzt noch gehen und dann schaue ich mir das kleine, den kleinen Spike hier mal an. Level 10 ist er und er kann bis jetzt nur Kratzer und ein Igler. Okay. Und hat eine ordentlich starke Verteidigung. Also, an dieser Stelle beende ich meinen Part. Ich werde allerdings den Spike noch offscreen ein bisschen trainieren. Vielleicht schalte ich nachher nochmal ganz kurz zu und zeige euch, wie weit ich ihn trainiert habe. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge seht ihr dann wahrscheinlich wieder bei Fliege. Wer weiß, vielleicht schalte ich auch nochmal zu. Bis gleich dann in diesem Fall. So Leute, da bin ich wieder und ich habe den guten Spike jetzt erstmal auf Level 22 trainiert. Ich wollte ihn eigentlich ursprünglich nur bis Level 20 trainieren, aber habe ich mir gesehen, der entwickelt sich mit 22. Also habe ich mir gedacht, so viel zeige ich euch jetzt noch. Dann haben wir jetzt ein schönes Sandama. Also, ja. Ich beende jetzt die Aufnahme oben in Dukatia City. Da werde ich jetzt noch zurückgehen. Und dann lasse ich den Fliege dort raus. Ich frage mich, ob das noch was wird mit diesem LP, wenn wir da so overlevelt sind. Aber egal. Naja, bis zum nächsten Mal. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich sag da mal Tschüss.